Was glaubst du, was ich versuche? Hätte schlimmer kommen können. Wir müssen dich nicht vom Zug kratzen. Er hatte einfach nur ein Riesenglück. Sergio Morello hat immer Glück. Er hat sogar mehr Hirn als sein Bruder abgekriegt. Wir kriegen ihn, Boss. Nein, ich ziehe euch ab. Ihr seid einfach vom Pech verfolgt. Tommy hat Ghilotti ausgeschaltet. Und jetzt haben alle Politiker Angst vor ihm. Vielleicht kann er Sergio kalt machen. Was muss ich über diesen Kerl wissen? Abgesehen davon, dass er mehr Glück als Verstand hat. Sergio bringt am meisten Geld. Kontrolliert die Gewerkschaften, also kontrolliert er die Dogs. Und er kassiert bei allen Einfuhren mit. Wenn wir ihn umbringen, verliert Morello einen Großteil seiner Einnahmen. Wie kann ich an ihn rankommen? Ich will nicht wie die zwei an einem Baum enden. Du wirst seine Asche verstreuen. Spezialanfertigung. Bring das unter seinem Auto an und sobald er den Schlüssel dreht, gibt's ein Feuerwerk. Ist das Ding sicher? Nicht fallen lassen, schütteln, daneben rauchen, ist sicher. Boom! Tu es, Tommy. Für alle, die Morello getötet hat. Und das Geld, das er uns gestohlen hat. Ich kümmere mich drum, Boss. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Mafia. Wir sollen wieder einen Auftragsmord verüben. Und das werden wir natürlich auch direkt tun. Ich habe hier gerade noch gesehen, hier war auch irgendwas noch. Irgendwas Rotes. Zigarettenbildchen-mäßiges. Oder habe ich mich da gerade verguckt? Naja, vielleicht habe ich mich hier auch gerade verguckt. Naja, wir gehen auf jeden Fall mal weiter. Sie würden nie herkommen. Und schauen wir mal, ob wir jetzt... Ah, jetzt können wir auch auf die Garage zugreifen. Da werden wir nochmal gucken, was wir jetzt hier für Autos schon mal freigeschaltet haben. Oh, jetzt haben wir auf jeden Fall schon 11 Fahrzeuge. Okay, den haben wir. Das Taxi haben wir ja ganz von Anfang an. Okay, das ist der Leichenwagen. Der ist natürlich auch fresh. Da sehe ich ehrlich gesagt nur einen Unterschied in der Leistung. Aber sonst... Ah, guck mal, hier sind wir schon mal bei den Mafia 3 Autos. Ja. Ich würde sagen, wir nehmen erstmal den hier. Auch wenn der jetzt nicht in die Zeit so reinpasst. Einfach, weil ich es cool finde. Einmal wollte ich mit denen auf jeden Fall eine Mission machen. Boah, der ist auch viel schneller gleich. Boah, der fährt sich direkt anders als die anderen Fahrzeuge hier. Freut mich aber auf jeden Fall, dass man hier noch so ein kleines anderes Fahrerlebnis in dem Spiel haben kann. Auch wenn ich finde, dass diese Fahrphysik von Mafia generell, wenn man sie mal mit so anderen Spielen vergleicht, ist sie halt nicht so toll. Aber die Fahrphysik bei L.A. Noir 2, bei L.A. Noir fand ich auch nicht so toll, muss ich sagen. Da sind die Missionen halt auch interessanter als das Rumgefahre. Aber wir haben ja auch schon mal von dem Missionsdesign hier gesprochen. Das Missionsdesign ist hier in Mafia auf jeden Fall echt gut gelungen. Aber mit der Karre sind wir auch viel, viel schneller unterwegs direkt. Wow! Und das wird uns, glaube ich, zum Verhängnis. Können wir das Auto drehen? Ja, wir können das Auto umdrehen. Okay.
Also mit der Karre hier müssen wir definitiv ein bisschen vorsichtiger fahren. So viel Leistung ist man ja gar nicht gewöhnt hier bei dem Game. Okay, wir werden jetzt schon mal ein bisschen abbremsen. Okay. Also das Auto hier, das geht auf jeden Fall mega krass ab. Also das hat man sich im Spiel freigeschaltet, wenn man sich die Trilogie gekauft hat. Also vorher hatte ich es auch einzeln gehabt und mein YouTube-Kollege, der Thompson Talk, der hatte das auch einzeln, halt über PlayStation Plus. Und er hat sich aber nicht die Trilogie geholt. Und daher, dass er das nur einzeln hat, haben wir bei ihm aber auch im Account auf jeden Fall festgestellt, dass er dieses Fahrzeug hier zum Beispiel und das andere, das Cabrio, halt auch nicht bei sich drin hat. Liegt wahrscheinlich einfach nur daran, dass er es halt einzeln gekauft hat. Ist ein bisschen schade, finde ich, aber... Naja, wir haben ja die beiden Autos. Also beschweren wir uns auch nicht. Aber der Sergio, der scheint wohl echt ein bisschen weit vom Sprung zu wohnen, ne? Ach, gerade beim Versprechen sind wir natürlich auch so gut wie da. Man scheint aber doch nicht so weit weg zu wohnen. Wow. Oh, man muss ja echt aufpassen. Gut, da sind wir. Gar nicht auffällig hier mit so einer Karre. Das passt gar nicht zu dem. Also das wird auch das letzte Mal sein, dass wir hier mit der Karre gefahren sind. Also zumindest innerhalb einer Mission. Weil guck mal, das passt gar nicht. Überhaupt nicht. Ja, das ist Sergios Wagen. Wie komme ich da nur ran? Wo willst ja. du hin? Wie komme ich da nur ran? Unbemerkt am besten, ne? So leise. Platziere die Bombe an Sergios Auto, so leise und der Regel keine Aufmerksamkeit. Okay, dass da jetzt halt natürlich einer rumhockt, ist natürlich nicht gut. Wir versuchen mal hier ein bisschen sneaky hinten rum, aber das geht hier nicht. Hier ist alles versperrt. Okay, wir gehen einfach mal ein bisschen näher ran und gucken mal, ob der Wachmann hier uns irgendwas sagt. Wo willst du hin? Ja, wir sind dem auf jeden Fall aufgefallen. Ja, komm nicht wieder! Okay. Also von da aus kommen wir jedenfalls nicht ran. Kommen wir vielleicht von hier aus ran? Nee. Okay, der scheint auf jeden Fall sehr aufmerksam zu sein hier. Kommt man hier irgendwie durch? Oh. Kehre zum Ziel zurück. Ja, wie machen wir das jetzt ohne Aufmerksamkeit zu erregen? Irgendwie muss man den Typen hier ablenken. Der lässt uns auch nicht aus den Augen. Obwohl, wenn er da jetzt stehen bleibt. Gucken wir mal. Er guckt uns auch an. Er guckt uns auch an. Ja, komm nicht. Los jetzt, verpiss dich. Ja. Wie mache ich das denn jetzt? Wie komme ich am besten an diese Karre ran? Ja, wir werden ja auf jeden Fall gut gemustert. Verfolgt er uns vielleicht ein bisschen, wenn wir hier lang gehen? Dass wir den da mal ein bisschen wegglocken können. Ja, der verfolgt uns. Wir gehen einfach mal in Schritttempo. Oh. Wir müssen zum Ziel zurück. Wir warten hier einfach mal kurz. Obwohl, der bleibt aber auch stehen. Okay, der bewegt sich da auch nicht weg. Wie kommen wir am besten an diese Karre jetzt ran? Das scheint hier wirklich die Frage aller Fragen zu sein, weil der Typ, der lässt uns auch einfach nicht aus den Augen. Okay, hier kommen wir rein, sehe ich gerade. Okay, dann klettern wir einfach mal hier hoch. Es ist ein bisschen... Es laggt hier. Okay, das Spiel buggt gerade echt ein bisschen rum. Gehen wir ein bisschen langsamer, vielleicht buggt es dann nicht so sehr. Doch, es buggt übelst rum gerade. Ja, ich drücke hier Dreieck und... Es scheint nicht zu... Doch, jetzt. Hallo.
Jetzt mach doch endlich. Ach, jetzt. Das ist irgendwie gerade richtig verbuggt hier. Seht ihr das? Ich weiß nicht, ob man das in der Aufnahme auch sieht, wie das hier am Rumlängen ist. Aber müsste man eigentlich auch in der Aufnahme sehen, ne? Okay, hier scheint auch noch irgendwas. Ja, hier, guck mal, hier liegt noch was. Das nehmen wir mal mit. Terror Tales. Okay. Gut, wir hauen hier auf jeden Fall mal ab. Und werden... Ah, genau, hier ist noch ein Telefon. Da werden wir wahrscheinlich noch jemanden anrufen müssen. Bin vorm Essen zu Hause. Willst du am Wochenende tanzen gehen? Vielleicht die Kleine zu deinem Vater bringen? Ja, bin noch dran. Oh Gott. Hey, warten Sie! Alles schief. Reiß dich zusammen, Tom. Was passiert ist, ist passiert. Daran kannst du nichts mehr ändern. Aber jetzt kriegen wir Sergio. Was meinst du? Wovon redest du? Sam und Pauli haben ihn gefunden. Er ist in Georgios Restaurant am anderen Ende der Stadt. Du musst dich beeilen. Okay. Okay, da gab es leider einen kleinen Kollateralschaden. War jetzt natürlich nicht beabsichtigt. Aber wer solche Freunde und Familie hat, darf sich natürlich auch nicht wundern, dass er mal in einem Auto hochgeht. Okay, dieses Auto. Das passt über. Also. War mal cool, ist es auf jeden Fall auszuprobieren. Ist auf jeden Fall mal eine Erfahrung wert jetzt, aber. Wir bleiben lieber hier bei den ganzen Klassikern. Das Spiel ist halt eher darauf ausgerichtet. Vielleicht hat es auch deswegen irgendwie geleckt. Gerade, jetzt gerade geht's ja wieder. Hoffentlich bleibt das so. Okay. Georgios Diner, da sind wir angekommen. Tom, alles klar? Ja. Die Autobombe ging daneben. Leute, das hat Zeit. Schnappen wir diesen Idioten. Und jetzt los! Was zur Hölle? Wir haben eine Nachricht von Mr. Salieri. Okay, dann machen wir den Kalt hier. Die hätten wir alle. Dann mal weiter, dass wir hier. Lass Sergio nicht entkommen. Sergio entkommt uns! Tom, wir müssen Sergio schnappen! Ja, stirb doch! Schnell! Okay, dann schnell weiter. Sergio darf nicht entkommen. Bring mich hier raus! Zurück zum Auto, bevor sich dieser Idiot selbst umbringt! So, wir verfolgen Sergio. Ich habe die Mission jetzt hier schon ein paar Mal versucht. Ich habe das jetzt mal rausgecuttet, weil es ansonsten echt viel zu lang jetzt wird. Ist auch echt überflüssig, aber halt dieses Motorrad, das lässt sich so mies steuern, dass man damit so leicht einen Unfall baut. Das ist echt unglaublich. Deswegen, wie gesagt, ich habe jetzt mal ein paar Versuche auf jeden Fall rausgecuttet.
damit das Let's Play hier nicht zu lang wird und man nicht die ganze Zeit hier nur das eine sieht. Na, mal schauen, vielleicht mache ich ja diese Ansage jetzt hier gleich nochmal oder wir schaffen es diesmal. Ich hoffe mal, wir schaffen es diesmal. Weil ich will endlich diese Mission mit dem Motorrad hier loswerden. Also Motorradfahren echt mies. Okay, da hätte ich mal ein bisschen zur Seite gucken sollen. Aber dieses Motorrad, das lenkt mich einfach ab. Ich fahre echt ungern mit dem Ding. Noch sind wir ein Stück hinter ihm. Die Leute rennen hier natürlich alle auch immer auf die Straße. Am Anfang bin ich denen immer noch ausgewichen. Was mir dann immer zum Verhängnis wurde. Das Ding ist halt, wenn man einen Unfall mit diesem Motorrad hier hat, dann hat man diese Mission hier schon vollkommen verkackt. Und das ist mir jetzt halt auch in der Vergangenheit jetzt gerade ein bisschen öfter passiert. Deswegen habe ich ja, wie gesagt, ein bisschen was rausgecuttet. Hier einfach durch. Die Erfahrung kennen wir schon. Und einfach durch. Genau. Nichts passiert. Soweit waren wir auf jeden Fall schon. Und ja, ich hoffe mal, wir schaffen es ein bisschen weiter diesmal. Wir sind auch echt schnell unterwegs hier. Ich gehe mal jetzt ein bisschen vom Gas runter. Vorsichtshalber, hier wird es auch ein bisschen enger. Jo. Kein Problem. Alles klar, also soweit waren wir jetzt bisher noch nicht. Mal gucken, ob wir es diesmal jetzt wirklich schaffen, diese Mission. Okay, hier haben wir eine Demo. Ja! Fahr direkt da durch. Ohne Verluste. Okay, weiter. Okay, also jetzt, ich war jetzt gerade ein bisschen vorsichtiger, also ich gehe ein bisschen öfter vom Gas runter. Das scheint ganz gut zu funktionieren. Aber ansonsten, also ich glaube, ich werde ja das Spiel auch nochmal so im freien Modus anzocken, aber da werde ich garantiert nicht mit dem Motorrad rumcruisen. Außer vielleicht mal so eine komplett gerade Stelle und da vielleicht mal ein bisschen ein paar Stunts ausprobieren oder so, aber die meiste Zeit werde ich mit dem Auto unterwegs sein. Okay, wir sind ein bisschen nah dran. Da haben wir die Erfahrung schon gemacht, dass die uns dann auch abknallen können, wenn wir zu nah dran sind. Wir müssen sie nämlich einfach nur verfolgen. Können nämlich auch nicht auf ihn schießen oder so. Geht leider nicht. Sonst hätten wir ihn natürlich schon längst aufgehalten. Okay. Bringt den Arsch um! Alle Männer sollen herkommen! Sofort. Okay, weiter geht's hier. Nächste Ballerei. Ja, den haben wir. Immer schön Munition sparen. Nicht durchdrücken. Gut, den hätten wir auch down. Ja, komm noch einmal hoch hier. Ich hab dich auch gefunden. Jetzt habe ich dich auch getötet. Schnell mal nachladen. Deckung verlassen. Und wieder in Deckung gehen gleich. Das hättet ihr wohl gern. Okay. Ah, da oben ist noch einer. Aber den scheinen wir von hier. Doch, den scheinen wir von hier erwischen zu können. Ach, wir gehen mal ein Stück nach vorne. Wow. Ja, komm, jetzt haben wir ihn. Gut, dann können wir nochmal nachladen. Eine Sorge weniger. Okay, dann gehen wir nochmal schnell hier in Deckung. Oh, falsche Seite, da kommt einer. Okay, den hinten wir down. Ach, da ist der andere. Jupp, Deckung darfst du natürlich nicht verlassen, mein Fräulein. Okay, da können wir was hochjagen. Da freue ich mich natürlich. Ja, komm. Ach, dieses Blöde. Jetzt haben wir ihn. Nachladen müssen wir. Okay. Komm.
Yep, der ist down. Noch einer. Ich werde brennen. Und du wirst erschossen. Okay, das war wohl nichts mit dem Molly. Weiter, 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 weiter. Ist hinter uns einer? Oh ja, hinter uns schon. Na komm. Komm aus der Deckung. Komm aus der Deckung. Ja, noch ein paar solcher Schüsse und du bist tot. Ich denke mal, das trifft eher auf dich zu, mein Fräulein. Okay, gehen wir mal weiter. Oh, wie viele sind denn noch von diesen Leuten hier unterwegs? Junge, hat der ein Sicherheitsaufgebot? Na komm. Ui, zwei Schuss noch. Die werden wir aber natürlich auch noch verwenden. Und jetzt werden wir mal schnell die Waffe wechseln und den Rest nicht damit geben. Ein Schuss müsste dann noch abkönnen. Und das war's mit ihm. Gut, dann geht's weiter, weiter, weiter. Wir müssen Sergio kriegen. Okay, hier kommt keiner. Okay, hier haben wir wieder den nächsten Enemies. Wow, der hat gesessen. Und er hat ebenfalls gesessen. Ha, guck mal, hier haben wir noch. Ach, okay, das fast treffe ich nicht von hier. Okay, weiter, weiter, weiter. Ah, wir sind wieder halb tot. Kurz regenerieren. Okay, also momentan geht es ja echt ab in den Missionen. Oh, oh. Könnte noch mal ein bisschen Munition gebrauchen, ne? Haben wir noch irgendwas anderes an Waffen da? Nee. Oh, den haben wir. Nice. Und den auch. Okay, wir haben echt nicht mehr viel Munition. Wir müssen echt ein bisschen sparsamer sein. Okay, okay, okay. Ein Schuss. Ah, da oben, da oben. Okay. Der kann von da oben natürlich auch gut schießen. Wir müssen immer auf den schießen, bevor er auf uns schießt. Yep. Das funktioniert. Okay, drei Schuss haben wir noch. Ja, nice. Hier liegt wieder ein bisschen Muni rum. Wofür bezahle ich euch? Ihr nehmt alles auseinander! Ja, hättest du ein bisschen mehr bezahlen müssen. Hättest du auch bessere Leute bekommen, mein Fräulein. Hättest du vielleicht mich bekommen. Wow. Okay, wir werden mal wieder zu Dings wechseln hier. Wir haben ja wieder Munition. Jo. Okay, wieder in Deckung bleiben. Okay, ich habe gerade was von dem Molotow gehört. Schnell mal hier rein. Das ist nochmal gut gegangen. Ui, hier ist ein Medikit. Irgendwo hier an der Seite. Das müssen wir uns auf jeden Fall mal snacken. Meine Ruhe nachladen kurz. Okay. Oh, hier haben wir Muni. Na, hey Leute, ich will doch mit euch schießen. Aber hier ist alles im Weg. Okay, hier kommt doch bestimmt gleich wieder einer rein, oder? Der steht doch da schon so verdächtig rum. Okay, kommt nicht rein. Ach, du greifst mich an, ja. Ich greif dich auch an. Okay, da ist noch einer. Kurz regenerieren lassen. Und jetzt. Ja, den haben wir. Gut, Medikit. Medikit. Schnell. Ah, da kann man wieder ganz ruhig atmen. Tut doch gut, sowas. Och. Noch mehr Leute. Okay, der ist im Depot. Das heißt, da werden wir gleich folgen. Ja.
Gut, da ist. Nein, machst du nicht. Ach, macht er doch. Ach, Mist. Wie aimt er denn? Jetzt lade doch. Okay. Du und ich, ja, das hätten wir. Du und ich. Bisschen Muni, bisschen Muni. Okay. Oh, wir müssen hier hin. Okay, also dann noch untersuche das Stellwerk. Hm. Hui. Was haben wir denn da? Ein paar Bremsen. Uiuiuiuiui. Das wird lustig. Okay. Hätte ich jetzt ein bisschen mehr von erwartet, ehrlich gesagt. Aber naja. Dann erledigen wir das face to face. Gar kein Problem. Ein gottverdammter Zug! Ein gottverdammter Zug. Oh, hier sind noch mehr. Ja, ja. Alles gut, Kollegen. Ihr könnt euch gleich alle schlafen legen. Oh, ich muss hier nachladen. Habe ich hier irgendwas? Ja, da habe ich auch einen Modi. Was ihr könnt, kann ich auch. Ich brenne, ich brenne. Okay, hier war auch irgendwo noch mal Munition. Ja, hier ist Munition. Ach, aim er denn? Ich verlasse mich immer ein bisschen zu sehr aufs Auto-Aim, das ist nicht gut. Ich bin auch absolut kein Shooter. Aber ich muss ja zugeben, in den besten Spielen schießt man halt. Okay. Wow. Ja, willst du nicht umfallen? Ja, schön. Okay, hier haben wir noch mein Medikit. Das ist gut. So, jetzt haben wir den Auftrag auf jeden Fall. Endlich töte Sergio. Hier scheinen wir jetzt ganz am Ende zu sein. Was willst du? Was willst du? Wenn du mich umbringst, wird mein Bruder. Ja, was wird dein Bruder? Du hast mich nur angeschossen, du Arschloch! Glaubst du ernsthaft, dass du mich töten kannst? So viel Glück hast du nicht, Bastard. Warte, nein. Ja, den Sergio haben wir uns auf jeden Fall gegönnt. Einer auf jeden Fall weniger auf unserer Feindesliste. Vielen Dank, wenn ihr bis hierhin geschaut habt. Und dann würde ich sagen, wir hören uns bei der nächsten Folge. Ciao, die ho.